Willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Immer noch auf dem Weg zum Makureaktor. Vielleicht kommen wir jetzt auch endlich zum Makureaktor. Du hast schon mehr von der Sexszene erlebt und bist immer noch verwirrt. Wie gesagt, die Sexszene, die funktioniert nicht. Die funktioniert so nicht, wie sie dargestellt wurde. Weil die ist halt Nonsens. Die macht nur mehr, die öffnet nur mehr Fragen. Ach, da unten ist noch eine Kiste. Warte mal ganz kurz, da unten ist eine Kiste. Ach, da kommen wir eh runter. Ja, dann gehen wir da runter. Stimmt, genau. Sascha, hast du in tiefer Schrank geschaut? Ha, du Schwein! Oh, so gut, ey. So gut. Instant-Sympathie-Bonus an der Stelle. Oh, seht mal, ist das der Ausgang? Ja, hoffentlich. Ja, super Bossfight. Ey, es ist halt einfach so obvious, ne? Musik hört auf. Wartet. Sephiroth hat eine Erschütterung der Macht gespürt. Ey. So. Nö. Hier Laserschießen und so weiter machen wir aber gar nicht, ne? So. Fertigkeit. Analyse. Wirksam Feuer. Dann wissen wir zumindest schon mal, was wir machen werden. Feuer. Weep. Nope. Junge! Geht's noch? Nee, nicht. Ja, komm, wir machen Vitra. Aber dafür darf er jetzt Feuer machen. Wie, der hat... Wie wenig Magiepunkte hat denn der? Schleudert er seine Magiepunkte durch die Gegend der Olle Sephiroth? Warum kann der einen Folger nicht einsetzen? Ach so, weil das zwei ATB-Leisten kostet. Ach komm, da habe ich da mal ausgewichen, du. So, Körperteile des Gegners zerstören. Bei manchen Gegnern können bestimmte Teile ihres Körpers anvisiert und angegriffen werden, bla 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 bla, alles klar. Ich nutze jetzt Sephiroth. Weil Cloud gerade irgendwie unpässlich ist. Sephiroth, ich brauche Hilfe! Ach so. Ja, gar kein Problem, machen wir doch. Tu was dafür! Alter! Ne, Sephiroth ist auch einfach nur so ein richtiger Penner hier in dem Spiel. Sephiroth, setz Donnerattacke ein!
Nur bis wir es runterholen. Zum Glück beherrsche ich nicht nur mein Schwert. Ja, dann wollen wir doch mal. Das sind Feuerwolken. Jetzt oder nie. Sauber. Jetzt aber los. Geht klar. Komm, ich habe da gerade Dinge getan. Auch ernsthaft. Was kannst du eigentlich? Keine Bewegung. Hier bin ich. Was hatten wir eigentlich für Fertigkeiten? Bis zum Ende. Helmpforte. Ja, komm, machen wir das mal. Ja, habe ich, natürlich. Du lächelst ja regelrecht. Aber verfolge. Gut, Stan. So, Sephiroth und Cloud Synchro-Fähigkeiten. Kreuzspirale kann nur eingesetzt werden. Verwenden wir, um Wächtern hinunterzustoßen. Okay. Bin mal gespannt. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Mach dich bereit. Cloud, zu mir. Schon da. Achso. Mann, du Synchrofeld. Ah, da haben wir's. L'Oreal! Kann ich nochmal singen? Kann ich noch nicht. So, ich muss mal ein bisschen gucken, dass ich hier schnell Leben, Magie einsetzen kann. So, geht doch. Ah, der kann das für 0 Magiepunkte machen? So eine freche Sau, Alter. Limit. Ja, super. Jetzt kommt noch das Limit. Jetzt kommt noch Limit Break als Bonus. Das ist genau das, was ich meinte, ne? Wie mir dieses Spiel einfach versucht zu sagen, du hast noch nie das Spiel gespielt. Aber der Soundtrack ist wieder gut, auf jeden Fall. Atomisator. Hört ein Gegner mit Schwetten Luft und versetzt die verheerenden Schockschläge. Ah, ich glaube, ich nehme das. Ja, das. Wow. Gut, wie ich daneben gefeuert habe. Reden wir einfach nicht drüber, okay? Wir reden da einfach nicht drüber. Achso, der braucht ja wieder 2. Na ja, komm, das ist so Folger. Vorsicht vor dem Makrogas!
So, nochmal ein bisschen Magie rein da. Zack, geht doch. Und fort! Du simples Gewürz. Bring es zu Lore, ja. Halblang. Also wenn man dir so zuhört, kriegt man glatt den Eindruck, dieser Sephiroth war eigentlich ein ganz dufter Kerl. Richtig, das war er auch. Der Feind des Planeten? Diese obermiese Drecksau? Jetzt komm schon, erzähl uns gefälligst was, über das man sich so richtig schön aufregen kann. Klar. Nur Geduld. Wartest hier, Tifa. Wieso das denn? Ich will auch sehen, wie es drinnen aussieht. Zivilisten haben keinen Zutritt. Heute erst recht nicht. Oh, aber... Sorge du für ihre Sicherheit. Tschö. Wehe, mir passiert was. Ja, ja, quasi. Übrigens ist hier aufgefallen, dass Soldaten schlecht, nee, ist mir nicht aufgefallen, aber man hat gesehen, dass er blond war. Also der Haaransatz war der gleiche, wenn nicht sogar derselbe. Im Dorf schien davon nichts zu wissen. Was hast du von Shinra erwartet? Daran sollte sich echt mal was ändern, finde ich. Kannst dir mit dem Direktor reden. Hast du eine Ahnung, was genau hier nicht stimmt? Die Reaktoren unterstehen normalerweise der Abteilung für Stadtplanung. Dieser hier gehört aber der Forschungsabteilung. Oha, das kann nichts Gutes bedeuten. Was wir hier sehen, bleibt unter uns. Verstanden? Ist schon klar. Ach, genau. Zum Thema Sephiroth, voller dufte Kerl. Ich finde ihn nicht so gut hier. Ernsthaft. Der wirkte im Original viel, viel offener, viel freundlicher, netter, sozialer, entgegenkommender. Also wirklich eine Person, die wirklich einen sehr, sehr freundlichen Eindruck macht. Weil man muss halt eben bedenken, im Original, wir wissen ja am Anfang nicht... Also wir wissen zwar schon irgendwie, dass er der Böse ist, aber wir kennen ihn ja nicht. Wir haben ihn ja vorher nicht gesehen. Haben wir ihn vorher gesehen? Ich überlege mal ganz kurz. Ich meine, wir haben ihn nicht gesehen. Wir sehen nur den toten Shinra-Präsidenten mit dem Schwert am Rücken. Wir sehen aber nicht Sephiroth selber, das bis zum Schiff, meine ich. Deswegen, und vorher erfahren wir halt eben eigentlich, dass das ein super einfühlsamer, korrekter Typ war. Und hier ist halt eben so, wir haben jetzt keine Zeit dafür. Wir müssen jetzt weitergehen. So. Irgendwie, also klar, zielstrebig, okay, Soldat, okay, alles schon gut. Aber irgendwie wirkt der hier halt eben deutlich entfernter, als er es im Original getan hat.
Und Kampf. Sieht halt eben eindeutig wie Kampf aus. Kein Kampf. Das ist unerwartet. Ja, ach, Moment, ja, gut, okay. Ich verstehe, was die Arena dazu bedeuten hat. Okay, hier komme ich noch nicht rein. Der Druckabfall in den Kapseln, der die Störung verursacht. Cloud, schließ das Ventil vor der Tür. Verstanden. Ah, deswegen die Arena. Muss ich öfter machen. Bekomme ich da was für? Diese Kapseln dienen eigentlich der Synthese von Materia. Aber Hojo hat einfach Tiere da reingesteckt und sie mit Mako behandelt. Deshalb wimmelt es hier von Ungeheuern. Und das hat Hojo anscheinend noch nicht gereicht. Er hat nicht nur Tiere benutzt. Sie selbst. Shut up and take my money! Dass ich auf diese
dieselbe Weise erschaffen wurde? Sollte ich diesen Ungeheuern etwa gleichen? Sephiroth. Schon in meiner Kindheit habe ich es gespürt, dass ich nicht wie die anderen war. Ich habe mich schon immer besonders gefühlt. Doch so hatte ich es nicht gemeint. Bin ich am Ende kein Mensch? Wir sind dann wieder ins Dorf zurückgekehrt. Aber Sephiroth hat sich in sein Zimmer zurückgezogen. Für diesen Abend war eigentlich ein gemeinsames Essen mit dem Bürgermeister geplant. Er war wohl ziemlich enttäuscht, als das dann ausfiel. Und was war mit Sephiroth? Wie ging's weiter? Der ist nachts irgendwann verschwunden. Moin Alexander und danke für deinen Resub. An der Stelle auch schon ein halbes Jahr. Was? Keine Ahnung, wie das passiert ist. Vermutlich aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Sephiroth ist zur Shinra-Villa gegangen. Wortlos und ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Sowas macht man doch nicht. Ja, doch, du bist halt eben einfach nur der Bürgermeister. Komm, geh weg. Du suchst Sephiroth. Der hat die Herberge vorhin verlassen. Na denn? Angeblich in die Shinra-Villa. Seit seiner Rückkehr aus dem Reaktor ist er irgendwie komisch. Ob er zu viel Marco eingeatmet hat? Dann bringen wir ihm mal etwas Medizin. Deine nicht vorhandene Katze? Sehr gut. Wie ihr das alle sagen gerade. Falls du Sephiroth suchst, der ist in die Shinra-Villa gegangen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Die Villa war das größte Gebäude in Nibelheim und diente Shinra als Forschungsstätte. Man hatte sie in Shinras Anfangstagen errichtet, noch vor dem Reaktor. Die Grundstücksmiete war die wohl wichtigste Einnahmequelle für Nibelheim. Da wären wir. In der Villa ist es stockfinster. Der schläft bestimmt. Wir wissen alle, wo er ist. Im geheimen Pornokeller sitzt er nämlich. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Soll ich hier mal ein bisschen rumlaufen gucken? Nee, bringt nichts, ne? Nur falls du vergisst, wo du hin... Ja, genau. Falls man vergisst, wo man hin muss, sagt dir einfach jeder Passant. Warum kann ich diese Bank nicht benutzen. Da gibt es mal ausnahmsweise eine Bank, die an der richtigen Stelle ist. An einer Stelle, wo es Sinn macht. Und dann kann man die nicht mal nutzen. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Pizza-Service? Ah, keiner. Weil Mura da nichts drauf gemalt hat. Ich durchsuchte das ganze Gebäude, aber Sephiroth war wie vom Erdboden verschluckt. Er geht buchstäblich in den zweiten Raum, aber er hat schon das ganze. Er durchsuchte das gesamte Gebäude. Höhle?
Stühle, wir wissen ganz genau, was das bedeutet. Die Stühle müssen rausgebracht werden. Alle Stühle müssen raus. Moment. Tut mir leid, aber ich muss die jetzt erstmal vor die Tür schieben. Nein, keine Sorge. Wir machen nicht wieder eine Viertelstunde lang Türschiebeaktion, so wie bei hier beim im Shinra-Hauptgebäude. Ey, das wäre jetzt ein bisschen zu einfach, ne? Nee, den Weg gehe ich nicht. Nein, er macht es schon wieder. Ja. Ey, aber ich will die Treppe hoch. Ich will die Treppe hier hoch. Och Mann. Darf die Treppe nicht hoch. Aber wir wissen doch, dass Sephiroth die Treppe hoch, dann nach rechts und dann hier, dahinter. Da ist ein Kamin und hinter dem Kamin gibt es so eine... Gibt es eine Art Brunnen mit Tiefgarage? Was meintest du von einer Herberge? Was meintest du von einer Herberge? Die Shinra. Die Villa baut sich auch in jedem Spiel um, ja. Das ist nicht das verhexte Labyrinth, oder das verrückte Labyrinth, das ist die verrückte Shinra-Villa. Die haben sie jetzt einfach. Ach so. Stühle verschieben. Also einen Keller? Ja. Das wusste ich bis dahin auch nicht. Ja, da muss ich mich erstmal umgucken hier. Was haben wir denn hier Schönes? Hallo. Ach nee. Moment, das ist der richtige Weg. Dann will ich noch nicht den richtigen Weg gehen. Was steht denn da drin? Was steht denn da? Thornberg? Ach, Turnback. Mit U. Das soll ein U sein. Verschlossen. Na, was ein Zufall. Steht aber auch dran, dass das... Leute, das nennt man Leichtbau. Das ist ja wohl ein richtiger Leichtbau, oder? Wenn du bei so einem Stahlträger gegenrennst und der rollte einfach durch die Gegend, als wäre das ein Stück. Keine Ahnung. Hey, guck mal, da ist er ja. Jo, Digiboro, was geht ab? Geborgen aus einer 2000-jährigen Gesteinsschicht. Ein bewusstloses Wesen. Professor Gast taufte es dann auf den Namen Genova. Mühe-Egil. Das Jahr 1977, 7. Juli. Genova gehört zum alten Volk. Mühe-Egil. Das Jahr 1977, 13. September. Projekt Genova genehmigt. Man taufte das Wesen, also Genova. Eine vom alten Volk. Und genehmigte Projekt Genova. Sephiroth, was machst du hier? Lass mich bitte allein. Er hat bitte gesagt, wir können jetzt gehen. Ab da hat sich Sephiroth im Keller der Villa verkrochen. Und wie ein Besessener all die Akten studiert. Genova. Die verschlossene Tür im Reaktor. Der Name von Sephiroths Mutter. Das alte Volk. Ach, Mann. Das ganze Grübeln bringt ja doch nichts. Ich muss mit ihm reden. Oh.
Cloud. Diese Aufzeichnungen sind wirklich interessant. Das Geschöpf, welches man aus der 2000 Jahre alten Gesteinsschicht barg, wirkte, als würde es sanft und friedlich lächeln. Mir war schnell klar, dass diese Kreatur nichts anderes sein könnte als eine Angehörige des legendären alten Volkes. Ich taufte sie in Folge auf den Namen Genova. Kurz darauf nahm das Genova-Projekt seinen Anfang. Mit dem Ziel einer Reproduktion des alten Volks. Und so erblickte ich das Licht der Welt. Der Leiter des Genova-Projekts, der renommierte Wissenschaftler Professor Gast, hat mich künstlich erschaffen. Künstlich erschaffen? Wäre ich doch bloß etwas früher zu Bewusstsein gekommen. Dann hätte ich das doch vielleicht beschützen können. Obwohl, wer weiß schon. Ja, dann. Nell. Jetzt, wo wir mal was sehen können auf der Straße. Ja, wie oft er das erzählt, aber wirklich. Stehe nicht rum. Hilf so viel, wie du kannst. Sidequest geöffnet. Achtung, eile zurück ins Dorf. Ach, das ist nicht der Weg ins Dorf. Können wir ein bisschen schneller humpeln? Herr Bürgermeister, war das wirklich Sephiroth? Ja. Bitte? Und der Mistkerl wird nach dir büßen. Aber... Jetzt reißt euch gefälligst zusammen. Schneidet ihm die Fluchtrouten ab. Zu Befehl. Sephiroth? Mein Bier, es ist zu spät. Ja. Ist auch schal geworden. Ja. Alter, nee. Jetzt sag nicht, dass die Tür hier, ist zu heiß hier, muss man trinken. Sephiroth! Das hier nicht? Ey, war das nicht das Haus? Nee, da ist das Haus, ne? Meinst du, ich muss sterben? Nee, musst du nicht. Alles ist gut. Halt durch, Mama. Ich hol dich.
Kann ich hier bitte durch? Muss ich jetzt ernsthaft einen anderen Weg suchen? Gibt's eine Karte? Gibt eine Karte. Das wäre noch eine Idee. Moment. Hier und dann rechts, links lang. Rennt um euer Leben. Kommt da ganz gechillt rausgewandert. Steckt da gerade eben seinen Kopf ins Holz? Junge, beweg dich weg da. Dem ist kalt. Ja, ganz toll. Das sieht auch sehr vertraut. Also das sieht so aus, als müsste man hier einfach mal durchlaufen. So, gerade so leicht angekohlte Stümpfe brechen auseinander, fallen Leuten auf den Kopf und hier halt eben so ein ganzer Haufen. So, nö, nö. Da kannst du durch. Lunatic, grüß dich. Delta, das meine ich. Das Problem sind nicht die brennenden Dinge. Das Problem sind nicht die brennenden Dinge. Das Problem sind die Dinge, die heile sind. Versprich mir, dass du noch lebst. Seffi, raus. Das Ding sieht einfach aus, als ob da drin die Hölle ausgebrochen ist. Und er so, hoffentlich lebt die noch. Also das hoffe ich auch, aber wir wissen, dass das sehr unwahrscheinlich sein wird. Konntest du so etwas tun?
Sephiroth! Ich verfolgte Sephiroth zurück zum Reaktor. Papa und ich waren schon geflohen. Aber dann meinte er, er könnte Sephiroth vielleicht zur Besinnung bringen und ist ihm gefolgt. Sephiroth nicht. Er hat das getan, oder? Sephiroth. Soldaten. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle. Ich bin hier. Lass mich bitte ein zu dir. Wie konntest du nur... Wie konntest du so etwas tun? Ich bin es. Mutter, lass uns diesen Planeten zurückfordern. Ich hatte eine Vision vom verheißenen Land. Sephiroth! Mutter, sie sind wieder hier. Sie kamen und entrissen dir diesen Planeten. Ein Sakrileg. Nicht, Mutter. Von nun an werde ich immer bei dir sein.
Du hast meine Mutter und Tifa getötet und das Dorf in Brand gesetzt. Ich bin der Auserwählte. Schon bald werde ich über diesen Planeten herrschen. Dabei habe ich dir vertraut. Aber du bist nicht länger der strahlende Held, den ich einst kannte! Das ist meine letzte Erinnerung. Mehr weiß ich leider nicht. Hey, 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 hey! Der große Sephiroth. Während einer Übung verschollen. Das lief damals in den Nachrichten. Und dann, einige Tage drauf, hieß es, dass er in Wahrheit im Kampf gefallen sei, nicht? Ja, genau. Die Nachrichten werden von Shinra fabriziert. Und die machen eh, was sie wollen. Wer sowas glaubt, ist selber schuld. Hör mal. Also ich hab das geglaubt. Na sowas. Shinra schreckt halt auch vor Desinformation nicht zurück. Was auch immer damals passiert ist, unser Kampf mit Sephiroth in Midgar war real. Fest steht, er lebt. Zumindest existiert er. Warum ist er jetzt wieder aufgetaucht? Was hat er all die Zeit gemacht? Sephiroth will seinen Plan in die Tat umsetzen. Den Planeten zusammen mit Genova zurückfordern und sich dann zum Herrscher über alles machen. Nach 5 Jahren? Ich kann das nicht glauben. Es ergibt keinen Sinn. Auf diese Genova kann ich mir auch nicht so recht einen Reim machen. Entschuldigung. Ich bin das Leben hier draußen nicht so gewöhnt. Mein Rücken ist voll verspannt. Zeig mal her. Oh, weh. Aber lässt sich sicher richten. Gehen wir. Gut, machen wir Schluss für heute. Ich meine, was die Silberlocke so vorhat, können wir am Ende eh nur raten, oder? Tifa gratis Massagen. Bist du noch wach? So gerade noch. Ich frag mich, was Cloud wohl in den letzten 5 Jahren gemacht hat. Woher soll ich das wissen? Na, du weißt doch sonst so viel, nicht? Ich wusste es vielleicht auch mal. Bis es mir genommen wurde. Ausgelöscht wurde. Wegen der Mäuren? Möglich. Vielleicht haben sie mir meine auch genommen. Deine was? Das klingt sicher komisch.
Aber ich glaube, Cloud war vor 5 Jahren gar nicht in Nibelheim. Cloud, bist du wach? Das ist eindeutig Tifas Stimme. Ach egal, ich nehme mir mal mein Schwert mit für den Fall, dass ich mal Zöpfe stutzen muss. Ich glaube, ich weiß, wer morgen ein neues Bett braucht. Klar, schlafen die mit Klamotten. Aber guck mal, Tifa hat zumindest ihre Schuhe ausgezogen. So, bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, machen wir ein kleines Päuschen und dann geht es noch ein bisschen weiter. Zumindest noch für eine halbe Stunde, weil morgen muss ich relativ früh raus. Egal. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.